Weltkolumnist Henrik M. Broder ist bei uns. Und Herr Broder, vorab, wir freuen uns sehr, dass Sie trotz Löwen heute bei uns im Studio sind und nicht auf Safari. Ich habe jetzt was von dem Löwen erfahren, sonst wäre ich natürlich... Ich wohne um die Ecke von Zehlendorf. Ich wäre beinahe da geblieben. Wirklich. Ja, wir hätten Sie geschaltet. Wir sind sehr froh, dass Sie da sind. So eine begegnet man nicht alle Tage. Ganz genau. Wir reden aber über eine andere Begegnung, nämlich die Begegnung am Brandenburger Flughafen, am Lufthansa-Schalter. Wir sind keine Denunzianten und wir mögen auch kein Denunziantentum. Trotzdem ist das ein klarer Fall von Doppelmoral, wenn sozusagen der Klimapapst selber auf Inlandsflugreise geht. Ja, natürlich. Man könnte sagen, Doppelmoral ist immer noch besser als gar keine Moral. Da hat man vielleicht noch was zur Auswahl. Aber ich habe mich sehr darüber gefreut. Das ist ein klassischer Fall. Wissen Sie, was wir auf der Schule gelernt haben? Quod licet Jovi, non licet Bovi. Was der Gott kann, ist dem Bauern nicht erlaubt. Und Herr Schellenhuber, stimmt's? Ja, stimmt. Herr Schellenhuber steht da in einer alten Tradition. Die Priesterkaste hat schon immer für sich Sachen in Anspruch genommen, die sie anderen verboten hat. Das war mit Essen so, mit Reisen, mit Luxus, mit Sex, mit allen Vergnügungen. Und er gehört zur Priesterkaste an, genauso wie Al Gore, wie Frau Neubauer, wie Greta. Und die Leute halten sich nicht an das, was sie anderen predigen. Die planschen im Wein und sagen mir, dass ich kalt duschen soll. Und irgendwann stellt sich eben diese Lebenslüge heraus. Moment, jetzt sagt doch Herrn Schellenhuber, aber ich muss viel reisen, habe einen ganz miesen CO2-Abdruck, aber dafür restauriere ich ja auch mein Haus sehr umweltfreundlich und nachhaltig. Ich habe es notiert. Sagt das in einem Interview. Ja. Mit dem das heißt, er darf es. Er darf es. Wissen Sie, diese blöden Prolls, die mit ihren Familien ins Wochenende oder irgendwo in ein Café fahren wollen, die sollen im Stau stehen, wenn die Klimakleber die Straßen blockieren. Aber Herr Schellenhuber hat freie Fahrt. Und dieser Auftritt, das hätte was von Loriot sein können, nicht? Der hat wirklich gesagt, Sie haben gerade zitiert, er hatte es eilig, erstens wegen Familie und zweitens, weil er beim Bayerischen Schreiner-Handwerker-Forum über die Zukunft einen Vortrag halten musste. Wichtiger Termin. Wichtiger Termin. Und wenn er das schon halten musste, wenn das schon wirklich unvermeidlich war, hallo, Herrn Schellenhuber, schon mal was von Zoom gehört? Man hätte ja zu Hause bleiben können, öko- und umweltfreundlich und zu seinen Schreinerfreunden. Ja, aber er darf es, er darf es. Nur ist er erwischt worden. Und das ist ein bisschen so, als würde man einen Rabbi oder einen Priester abends im Puff erwischen. Und dann würde er sagen, tja, ich darf das. Ich suche nur arme Seelen, denen ich auf dem Weg ins Leben helfen möchte. Ja, er sagt auch, die Petition für ein Inlandsflugverbot, die würde er weiterhin unterschreiben. Ja. Genau, aber er sagt, Problem ist eben die Deutsche Bahn. Auch er hat es erlitten am eigenen Leib. Und er muss so ist viel halt noch oft machen. Unpünktlich. Genau. Dann ist ja mal die Frage, die haben wir uns hier vorhin so in der Redaktion gestellt, bedeutet auf Deutsch, Deutsche Bahn kommt viel zu spät, wir fliegen jetzt alle nur noch. Ja, Sie sehen das zu einfach. Sie bringen es auf den Punkt. Aber das ist, glaube ich, das Problem. So genau möchte er es nicht wissen. Er hat ja sein ganzes Alibi-Gebäude aufgebaut. Und Sie sind gerade dabei, Frau Löfert, es zu stürzen. Das können Sie ihm nicht antun. Der Mann ist von Beruf ein Heuchler. Und das war er schon immer. Und er beruft sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse, die er selbst fabriziert hat. Und er gehört wirklich zu dieser Priesterkaste, die das Thema Klima zu einer Religion gemacht hat. Die erinnert sich an andere Sachen. Greta war das, glaube ich. Die ist mit dem Segelboot in die USA gereist, nicht wahr? Nachher musste eine ganze Mannschaft rübergeflogen werden, um das Segelboot zurückzufliegen. Unser aller Idol, Luisa Neubauer, die hat von ihrem Instagram-Account hundert oder tausende von Fotos gelöscht, auf denen sie alle ihre Reisen dokumentiert hatte. Diese Leute sind von Natur aus verlogen. Und sie machen die Verlogenheit zu ihrem Geschäftsprinzip. Und da gibt es einen sehr schönen Satz, den ich schnell noch zitieren möchte, von unserem Kollegen Dirk Schümer, einem wunderbaren Schreiber. Der hat neulich den Satz geschrieben, Moral ist das Versprechen, in einer dreckigen Welt sauber zu bleiben. Und diese Einsicht, diese Weisheit, die haben diese Leute absolut perfektioniert. Ab und zu treffen sie sich in Sharm el-Scheich. Und ich frage mich immer, wie sind sie da hingekommen? Per Fahrrad oder mit dem öffentlichen Personennahverkehr? Jedenfalls nicht mit der Deutschen Bahn. Sehr unwahrscheinlich. Dann wären die jetzt noch unterwegs. Sie haben noch 28 Sekunden und da können wir noch kurz über die letzte Generation sprechen. Einen Punkt haben wir noch. Klimakleber haben Sie schon angesprochen. Und dann sagt er, die Reaktionen auf die Warner vor der Klimakatastrophe werden immer aggressiver. Also
Ich habe eigentlich eher Angst, dass die Gesellschaft gespalten wird durch die Klimakleber, durch eine Angst, die so vielleicht nicht da ist und die die Leute eben nicht mehr mitnimmt, sogar vielleicht zu den begründeten Sorgen vor einer Klimazukunft. Ja. Aber genau das dreht er um und sagt, ich habe Angst vor denen, die jetzt aggressiver werden. Ja. Wie ordnen Sie das denn ein? Naja, als eine sozusagen Lebenserhaltungslüge. Er kann nicht anders. Und ich bitte wirklich, ihm mildernd anzurechnen, dass er mit all dem Zeugs über Jahre oder Jahrzehnte durchgekommen sind. Das ist, als würden Sie den Besitzer oder den Generalmanager von Wirecard plötzlich davon überzeugen, er sollte vielleicht seinen Kaugummi bar bezahlen. Ich glaube, es würde nicht funktionieren. Enrique Bruder, klare Worte. Wir danken Ihnen heute Abend für den Besuch. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen schönen Abend. Aber bitte passen Sie auf, die Löwin ist noch unterwegs. Ich hoffe, wir treffen uns. Wunderbar.